heutigen Video mussten wir aus Mr. Wiggles Schule entkommen. Und Freunde, ich muss da wirklich sagen, die Obby war richtig, richtig krass. Also jetzt wirklich, die war richtig krass. Deswegen schaut das Video unbedingt bis zum Ende. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit kann auch schon das Abenteuer beginnen, Freunde. Wir sind hier Mr. Wiggles und wir sind in seiner Schule. Wir drücken einfach mal auf Spielen. Mr. Wiggles sieht auf jeden Fall sehr, sehr lustig aus. Der sieht irgendwie aus wie diese aufblasbaren Dinger, die immer vor der Tankstelle oder so stehen. Freunde, wenn ihr nicht wisst, was ich meine, ihr seht es jetzt einfach mal eingeblendet. Ich glaube, wir haben alle schon mal sowas gesehen. Aber Freunde, wir haben hier nicht nur die leichte Schwierigkeit, sondern auch die schwere Schwierigkeit. Und die nehmen wir natürlich. Und, Moment mal. Da bin einfach ich am Schlafen und... Das Mr. Wiggles. Uiuiui. Okay. Im Stehen schlafen ist auf jeden Fall neu für mich. Aber Freunde, was passiert hier? Hä? Es hat geklingelt. Da sehen wir eine wunderschöne Blume. Und was passiert hier? Hä? Was geht hier ab? Was geht denn hier bei der Lamy Army ab? Oh, Moment mal. Ich glaube, die wollen den Cape Check, oder? Okay, Freunde, kommen wir zum Cape Check. Okay, die ganze Lamy Army steht jetzt hier in einer Reihe und ich sehe schon, eigentlich haben fast alle das Cape. Daniel GHG hat das Cape, sehr gut. Gislinchen hat auch das Cape, sehr, sehr gut. Moment mal, Alina hat es auch, Samira hat es auch. Farwensty hat es natürlich auch, sehr gut. Luna, oh mein Gott, Leute, Luna hat kein Lamy Cape. Aber sie schreibt auch, Lamy, ich habe keine Bobux. Freunde, ich glaube, Luna braucht auf jeden Fall nach dem Video ein paar Bubux. Aber wer hat noch kein Lamy Cape? So, Lamy, my love. Oh mein Gott, ist das ein süßer Name. Sie hat auch das Cape. Und Moment mal, tut mir sehr leid. Huggy Wuggy hat einfach kein Lamy Cape. Nein, das geht so nicht, Freunde. Huggy Wuggy braucht auf jeden Fall auch ein Lamy Cape. Und dann der liebe Jeneus hat das Cape. Die liebe Amalia und der liebe Timmy hat auch das Cape. Okay, das heißt eigentlich nur Luna und Huggy Wuggy haben heute kein Cape. Also das würde mich nicht wundern, falls ihr beide diese Obby nicht schafft. Aber das werden wir jetzt sehen, Freunde. Wir werden jetzt aus der Obby hier, also aus dieser Schule von Mr. Wiggles entkommen. Und hier stehen noch die Klassenregeln. Aha, Nummer 1. Liken und abonnieren. Genau, Freunde. Like den Kanal und abonniert das Video. Let's go. Freunde, wir gehen einfach mal hier raus. Hä? Warte mal, wie... okay, Leute. Wo sollen wir denn auch sonst raus? Oh, warte mal, hier ist die Blume. Hä? Wir haben ein Poster gesammelt. Okay, keine Ahnung, wofür dieses Poster gut ist. Und wie kommen wir jetzt hier durch? Müssen wir irgendeinen Knopf oder so drücken? Hallo? Apfel können wir sammeln? Lol, okay, Moment mal. Ich glaube, den Apfel können wir essen, oder? Ach, keine Ahnung, Freunde. Wie kommen wir hier durch? Hä? Oh mein Gott, als ob wir jetzt hier schon scheitern. Okay, kann mir bitte jemand erklären, wie wir hier durch den Schacht kommen? Hallo? Ich komme hier irgendwie nicht raus. Bin ich doof? Moment mal. Hier steht, gibt Mr. Wiggle einen Apfel. Lol. Oha! Wir haben ihm wirklich einen Apfel gegeben. Und, Mr. Wiggles? Ich glaube, der ist jetzt eingeschlafen. Okay, ich glaube, das ist der perfekte Moment, um auszubrechen, Freunde. Let's go! Lass uns hier durch den Lüftungsschacht. Hä? Mr. Wiggles mag nicht Mr. Smiley? Warte mal, Leute, wir sind auch einmal aus der Obby von Mr. Smiley entkommen und jetzt entkommen wir aus Mr. Wiggles Obby. Okay, Leute, Mr. Wiggles mag auf jeden Fall nicht Mr. Smiley. Wir gehen einfach mal weiter und Leute, natürlich müssen wir am Ende der Obby natürlich das Spiel bewerten von 1 bis 10. Das heißt, Leute, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und wo müssen wir hin? Hallo? Ich habe wieder keine Ahnung, wo wir hin müssen. Hier durch? Hä? Okay, nee, ich glaube, wir müssen hier hoch. Aha. Okay, dann hier lang. Okay, okay, okay. Und da vorne ist der nächste Schacht. Okay, Leute, lass uns hier einmal durchgehen. Und ich glaube, wir haben hier noch einen Shop, oder? Den müssen wir natürlich auch noch abchecken. Einen Moment mal. So, wir checken jetzt erstmal den Shop hier ab. Wir haben hier im Shop Geistermodus. Alle Spieler für 15 Sekunden unsichtbar machen. Nein, 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 Freunde, das wollen wir nicht machen. Wir können hier aber eine New kaufen und... Moment mal, Tacos regnen lassen? Oh mein Gott, okay, wir kaufen erstmal Tacos. Okay, 150 Bubux müssen wir dafür bezahlen und wir kaufen es und ja, yeah!
It's raining tacos. Out of the sky, tacos. Ja, was geht ab, Freunde? Tacos, für Tacos. It's raining tacos. Und Moment mal, Daniel GHG schreibt hier gerade, stopp, die Zuschauer müssen zuerst liken. Ganz genau, Freunde, liked erstmal das Video. Und Gieslietchen schreibt auch noch, alle Abo da lassen, ganz genau. Aber lass uns jetzt einfach mal hier weitermachen. Freunde, seht ihr genau das, was ich sehe? Das ist aber nicht Mr. Wiggles, Freunde. Das hier ist Mr. Smiley. Oh mein Gott, Freunde, ich erinnere mich, wo wir noch aus seiner Obby ausgebrochen sind. Okay, Freunde, aber wir müssen jetzt erstmal hier aus der Schule raus. Was ist hier eigentlich passiert in der Schule? Oha! Ich glaube, Freunde, so sieht eine normale Schule in Ohio aus. Oh, warte. Okay, hä? Wo gehen wir jetzt hier rein? Oha! Hä? Wo sind wir? Hallo? Okay. Da ist auf jeden Fall Mr. Wiggles. Moment mal, was steht da? Bist du bereit, zu Mr. Wiggles Schule zu gehen? Finde den Geheimknopf, um dich dorthin zu bringen. Okay, wir brauchen einen Geheimknopf, Freunde. Den müssen wir erstmal finden. Ich glaube, ist hier der Knopf? Nee? Hallo? Hat jemand den Knopf von euch gefunden? Ey, Lami Army, wo ist der Knopf? Ah, hier. Und? Oh, warte mal. Das ist ein Loch? Hallo? Hippie, let's go, Freunde! Was geht denn hier ab? Hä? Was ist das hier? Alter, okay. Ja, Leute, das hier ist eine normale Schule in Ohio. Und hier steht, es ist Zeit für PE. Jedes Kind sollte täglich mehr Sport treiben, um gesund zu werden. Moment mal, ich glaube, PE heißt also Sportunterricht oder was? Okay, Leute, let's go! Ab zum Sportunterricht! Was ist das hier aber für eine Sporthalle, ey? Oh Gott, Freunde, das ist ein Weitersprung. Okay, okay. Sehr gut. Aha, die haben es nicht geschafft. So, weiter geht's, Freunde. Wir müssen gleich auf jeden Fall noch im Shop die New kaufen. Ihr wisst Bescheid. Leute, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und dann werden wir den ganzen Server wegnuken. Und Leute, dieser Apfel sieht so lecker aus. Aber Freunde, wenn ihr richtige Lami-Fans seid, dann wisst ihr vielleicht, dass ich auf jeden Fall gegen Äpfel allergisch bin. Ihr könnt ja mal auch in die Kommentare schreiben, ob ihr gegen etwas allergisch seid. Oh Gott, was geht denn hier ab? Hä? Tentakel von Thaddäus. Ah! Was geht hier ab, Freunde? Das ist einfach Thaddäus. Das ist nicht mal Mr. Wiggles. Oh mein Gott. Oha. Okay, okay. Lami-Schnecke schreibt er. Nein, nein, nein. Das ist keine Lami-Schnecke hier. Aber das ist echt eklig. So, weiter geht's. Und wir laufen einfach mal durch. Und ja, sehr gut, Freunde. Okay. Aber, Freunde, wie gesagt, ich hoffe mal, dass ihr gegen nichts allergisch seid und alles essen könnt. Weil, Freunde, das ist schon ziemlich ärgerlich. Ich kann einfach keine Äpfel mehr essen. Denn dann, ja, wird mein Mund so richtig angeschwollen und sowas. Das ist echt öde. Naja, Freunde, was soll ich da machen? Man kann nichts machen. Aber wir können jetzt erstmal hier aus der Obby entkommen. Das ist das Einzige, was wir machen müssen hier. Und, Alter, ich muss wirklich sagen, Leute. Was geht bei ihr ab? Okay, irgendwie. Lami, my love. Was passiert mit ihr? Ich glaube, die wurde gehackt oder sowas. Ah, oh mein Gott, was passiert mit ihr? Die stirbt einfach die ganze Zeit. Naja, aber naja, Freunde, was ich sagen wollte, diese Obby hat ja mal ein richtig, richtig cooles Design. Also wirklich, vom Design her ist das Ganze auf jeden Fall jetzt schon eine 10 von 10. Und was passiert hier mit ihr? Nein, die kann sich einfach nicht bewegen. Die stirbt einfach die ganze Zeit. Oh mein Gott, RIP an der Stelle. Lasst ein Spiel spielen, finde drei Formen und platze ihnen auf den Counter. Ey, was geht bei dir ab, Mann? Oh mein Gott, das ist so laut. Leute, wir gehen einfach mal weiter. Wir müssen auf jeden Fall jetzt irgendetwas finden. Drei Sachen müssen wir finden. Okay, warte mal. Da vorne sind, glaube ich, drei Knöpfe. Platziere deine Form hier. Ach so, wir müssen diese drei Formen hier suchen. Einmal eine Kugel, ein Viereck und eine Pyramide. Okay, Leute, dann suchen wir das Ganze einfach mal. Ich hoffe mal, hier oben finden wir was? Nee. Okay, ich glaube. Aha. Wir müssen bestimmt nach da oben gehen, oder? Oh Gott. So. Ich glaube, Lami, my love, stirbt da hinten immer noch die ganze Zeit. Oh mein Gott. Ich hoffe mal, ihr Spiel stürzt jetzt nicht ab. Aber, Freunde, ich weiß auch nicht. Ah! Wo wir die erste Form finden. Wir haben die Pyramide gefunden. Okay, sehr gut. Ich glaube aber, wir müssen noch irgendwie nach da oben kommen. Kommen wir hier irgendwie nach oben? Hallo? Komm schon. Nee, irgendwie nicht. Was geht bei ihr ab, ey?
Oh Mann, ey. Ich hoffe mal wirklich, es ist alles okay mit ihrem Computer oder mit ihrem Account oder sowas. Aber naja, Freunde, wir gehen einfach mal weiter hier. Zum Glück ist es nicht mit uns passiert hier. So, hä? Wie kommen wir nach da oben? Ich wette, mit euch da oben ist auch noch eine Form versteckt. Hier ist keine, aber ich habe keine Ahnung, wie wir nach da oben kommen. Vielleicht von hier? Aha, ja, ich glaube, ja, okay. Die zweite Form haben wir. Das Quadrat, okay. Jetzt müssen wir nur noch nach da oben. Ja, Freunde, das ignorieren wir einfach mal. Die tut mir irgendwie echt mega leid, denn die kann jetzt einfach nicht mehr mitspielen. Aber Freunde, wir gehen jetzt nach hier oben und dort finden wir dann die letzte Form. Ich glaube, das ist die Kugel, oder? Oha, ey Leute, wirklich vom Design her ist das so, so cool gemacht hier. Mit den ganzen Farben und dies und das. Und wir haben, wie gesagt, die letzte Form. Let's go! Die müssen wir dann nur noch hier unten platzieren. So, zack. Sehr gut und okay, das Tor öffnet sich. Und Freunde, vielleicht habt ihr das schon gesehen. Da vorne war auf jeden Fall Mr. Wiggles. Was geht ab, Freunde? Aber Leute, wir müssen hier erstmal, oh, warte mal, Unterricht machen? Seine Unterrichtszeit? Du hast 5 Fragen, beantworte mit einem Wort oder eine Zahl. Du hast 3 Chancen. Okay, Leute, was ist 54 geteilt durch 6? Okay, Leute, ich glaube 9. So schlecht bin ich nicht im Mathe, Freunde. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Fragen auch beantworten könntet. Was ist 77 plus 43? Das ist, Moment mal, 77 plus 3 ist 80. Dann plus 40 ist 120. Korrekt. Und die letzte Frage, Freunde. Was ist das Kraftpaket einer Zelle? Natürlich, keine Ahnung, Freunde, der Kern? Falsch! Oh mein Gott, Leute! Okay, ich bin doch nicht so schlau. Hä? Was ist das Kraftpaket einer Zelle? Okay, Zytoplasma? Falsch! Oh mein Gott, was? Okay, Leute, dann kann es ja nur das hier sein. Mitochondrion? Also, Leute, ich habe selber keine Ahnung, was das ist. Ja. Aber wir haben es jetzt geschafft, Freunde. Let's go! Oh, warte mal. Welche Planetentemperatur ist am höchsten? Erde, Venus oder Mars? Leute, natürlich Venus. Ich habe geraten, aber das war zum Glück richtig. Wann wurde die US-Verfassung geschrieben? Was soll das bedeuten, US-Verfassung? Keine Ahnung, da kann ich auch wieder nur raten, Freunde. Was sind das auch für Fragen? Bin ich hier bei Wer wird Millionär oder was? 1789. Nein, falsch. Oh Mann, okay, Freunde, nochmal von neu. Also, was ist 54 geteilt durch 6? 9. Okay, was ist 77 plus 43? 120, korrekt. Dann, Kraftpaket einer Zelle, Mitochondrion. Leute, wir haben auf jeden Fall alle was Neues dazugelernt. Planettemperatur am höchsten ist Venus. Und die letzte Frage, wann wurde die US-Verfassung geschrieben? 1600! Nein! Okay, Leute, dann kann es nur hier 1787 sein. Let's go, Freunde! Glückwunsch! Du hast deinen Abschluss gemacht. Was? Mein Abschluss? Ja! Ich bin kein Kind mehr! Okay, Leute, es wird Zeit, den ganzen Server zu nuken. Zur Feier des Tages, dass wir unseren Abschluss gemeistert haben. 250 Bubux geben wir dafür jetzt aus, Leute. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und das war's, Freunde! Oh mein Gott, Leute, ich dachte, hier kommt so eine dicke, coole Bombe. Aber wir sind einfach nur alle gestorben. Naja, ab geht's hier in die Röhre, Leute. Das war auf jeden Fall noch nicht das Ende von der Obby. Hä, wie krass ist das denn? Okay, Leute, ich muss wirklich sagen, diese Obby verdient auf jeden Fall eine 10 von 10. Ich meine, guckt euch jetzt mal wieder dieses Design hier an. Das sieht so abgespaced hier aus. Ich weiß nicht mal, wo ich lang muss. Vielleicht nach da vorne. Ja, okay, sehr gut. Oh mein Gott, Leute, guckt euch das mal an. Wie cool ist das hier bitte gemacht? Die ganze Map sieht so abgefahren aus. Okay, wo muss ich hin? Ich glaube, hier lang, oder? Komm schon. Ja, sehr gut. Ich weiß selber nicht, ob es einen richtigen Weg gibt oder ob man überall lang kann. Dieser Checkpoint haben wir auf jeden Fall. Was ist das hier? Ich gehe einfach mal durch hier. Oh, oh, wieder Thaddäus Tentakel sind hier am Start. Oh, oh. Aufpassen, Freunde, aufpassen. Und weiter geht es. Sehr gut. Okay, wir sind gleich am Ende. Die Lamy Army kann auf jeden Fall sehr, sehr gut mithalten hier. Oh mein Gott, nein, ich bin gestorben, Freunde. Oh, Mano. Okay, Leute, jetzt nochmal, aber ich muss aufpassen. So,
Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Und, okay. Sehr gut. Jetzt nochmal. Schnell, schnell, schnell. Ja. Okay, Freunde. Jetzt sollten wir durch sein. Perfekt. Und jetzt müssen wir... Hä? Warte mal. Ein Knopf drücken, oder? Ja, Freunde, da vorne ist ein Knopf. Okay, Leute, den müssen wir einmal hier drücken. Hä? Wie? Hä, wo muss ich denn hin? Nee, ich möchte nicht zum nächsten Checkpoint. Das machen wir alles selber, Freunde. Müssen wir nach hier oben gehen? Ich habe keine Ahnung. Hallo? Ist hier oben irgendetwas? Hallo? Nein, hä? Hier oben ist doch gar nichts. Wo müssen wir hin? Nach da unten? Ah! Hallo? Bist du ein Knopf? Hä? Wo müssen wir hin, Freunde? Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Toll. Jetzt checke ich auch nur Bahnhof. Hä? Warte mal. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo wir hin müssen. Lami Army, könnt ihr mal bitte helfen? Ich habe keine Ahnung gerade. Vielleicht sind wir auch auf der falschen Seite oder sowas. Hä, wo müssen wir hin? Wie bekommen wir dieses Tor hier auf? Hallo? Oh, warte mal, wir mussten einfach nur durchgehen. Achso, sag mir das doch. Oh, warte mal, wie episch ist das hier gemacht? Alter. Okay, Leute. Da kommt Mr. Wiggles aus dem Sumpf raus. Ey, Leute, wie episch sieht das aus? 10 von 10 kriegt das Spiel jetzt schon. Oh mein Gott. Hä? Wie cool ist bitte diese Animation? Okay, Leute, auf geht es! Let's go! Ab in die Schlacht gegen Mr. Wiggles! Oh mein Gott! Mr. Pringles sollte ich eher sagen. Oh mein Gott. Okay, Freunde, wir müssen aufpassen. So, der kann hier seine Tentakel von jeder Seite hier auf uns schleudern. Aber, Leute, wir haben ihn schon gleich besiegt. Oh, oh. So. Und komm schon! Yeah! Mr. Wiggles ist tot! Leute, wie krass sah bitte diese Animation aus? Also wirklich, Leute, das war richtig, richtig cool. Und jetzt tanzen wir erstmal. Yeah! Yup, 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 oh, yeah. Okay, Leute, wir gehen einfach mal weiter. Hä? Wie geht das? Oh Mann, du musst einfach nur Mr. Wiggles bekämpfen. Und Freunde, wir gehen jetzt, glaube ich, da vorne zum Ziel, oder? Ist das schon das Ende? Leute, wir sind ja hier oben die Leiste, aber ich weiß nicht, wo ich hier bei der Leiste gerade bin. So. Geh mal hier drauf. Und ist das ein Aufzug? Ich glaube... Oh, warte mal. Es geht nach unten. Nach unten ist immer schlecht, Freunde. Nach oben ist gut. Das heißt, wir sind immer noch nicht am Ende. Leute, wie lange geht bitte diese Obby? Richtig, richtig cool. Bis zum nächsten Mal, Mr. Wackelt? Wer ist jetzt Mr. Wackelt? Okay, Leute. Vielleicht ist das Mr. Wiggles deutscher Name. Mr. Wackeli. Okay. Oh mein Gott, hört ihr das? Da war irgendein Monster oder sowas. Okay, wo müssen wir eigentlich hin? Vielleicht hier nach oben? So. Ah, wir müssen nach da oben zum Schacht gehen. Okay, sehr gut. Und von hier höre ich irgendwelche komische Geräusche. Das ist Mr. Smiley! Hilfe! Nein, warum bin ich so langsam? Oh mein Gott, das fühlt sich an, als würde ich gerade in so einem Albtraum laufen. Wisst ihr, wenn ich träume, dann kann ich auch nicht so schnell laufen. Dann laufe ich auch immer so langsam. Komm schon. Nein, nein. Oh mein Gott. Ja, yeah, wir haben es. Oh mein Gott. Geschafft. Alter, was geht hier ab? Ey, wie laut ist das? Oh mein Gott. Leute. Die Obby war auf jeden Fall eine 10 von 10. Also das könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Wie fandet ihr das Spiel? Und lasst mich mal abchecken. Aha, Gislinchen hat hier auch gewonnen. Oh, oh mein Gott, da kommt der nächste Gewinner. Und Amalia hat hier auch gewonnen. Und natürlich sind hier nur Gewinner mit dem Lami Cape. Das heißt, alle Leute ohne Lami Cape haben es nicht geschafft. Und das halt nur, weil sie kein Lami Cape haben. Aber Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem richtig coolen Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne diesen Kanal, aktiviert die Glocke. Und Freunde, jetzt könnt ihr links auf der Seite das letzte Video abchecken. Und rechts könnt ihr den Kanal abonnieren. Also macht das auf jeden Fall, falls ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten sehen wir uns morgen wie immer bei einem neuen Video wieder. Und ciao.